Hallöchen, ihr lieben Häschen. Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Let's Play Deus Ex Human Revolution. So, ich muss auch hier erstmal wieder reinkommen. So, Mission, nix. So, warte mal. Besuch der Limb-Klinik. Mit Dr. Markovic reden. Seraph hat darauf bestanden, dass ich mit Vera Markovic rede. Der Ärztin, die meine Genesung überwacht hat. Sie arbeitet in der Limb-Klinik an der Second Avenue. Nur ein paar Schritte vom Seraph Plaza entfernt. Untersuchungen des Hackers. Neuralknoten des toten Terroristen entfernt. Die Polizei hat hat die Leiche des Hackers in die Leichenhalle des Reviers in Downtown gebracht. Wenn ich an seinen Neuralknoten rankomme, erfahre ich vielleicht mehr über den Angriff. Höchste Zeit, dass ich der Leichenhalle des Reviers im Jefferson, am Jefferson Drive einen kleinen Besuch abstatte. Und Nebenmission? Geringeres Übel. Tyndalls Apartment-Gebäude finden. Tim Carella, ein Wissenschaftler bei Seraph Industries, hat mich um Hilfe gebeten. Offenbar zwingt ihn ein ehemaliger Mitarbeiter von Seraph, ein Kerl namens Brian Tyndall, für ihn Neuropozyn zu stehlen. Tim möchte, dass ich das Druckmittel beschaffe, das Tyndall gegen ihn in der Hand hat. Dazu muss ich erst einmal Tyndalls Apartmentgebäude am Brooklyn Court finden. Wie es aussieht, kann ich es gar nicht verfehlen. Es ist das Gebäude mit dem großen Sicherheitstor. Okay, alle sind inaktiv. Achso, nee, die sind alle aktiv. So, das ist gut. Ich würde fast die Nebenmission zuerst machen. So, das heißt, wir folgen dem türkisblauen Marker. Und müssen noch erstmal runter. Alle Marker füllen erstmal aus dem Gebäude raus. Ja, ist jetzt auch schon wieder ein kleiner Moment her, dass ich das hier gespielt habe, weil ich ja letztes Wochenende vorrangig mit dem, wo geht's hier runter? Mit dem Real Talk-Video bezüglich des YouTube-Algorithmus beschäftigt war. Ich will nicht hoch. Seid ihr besoffen? Entschuldigung. Die Pollen greifen an. Was? Nein. Pollenallergie. So. Okay, gibt es noch einen anderen Fahrstuhl, der mich runterbringt? Weiter runter? Oder muss ich hier ins Foyer hüpfen? Das ist eine Treppe. Die ganze Sache ruft böse Erinnerungen hervor. Ich arbeite wirklich gern. Ich mag übrigens die Titelmusik von dem Spiel, so ist schon ruhig im Hintergrund. Tutorial. Also, bitte. Was soll das? Auf dem Einsatzziele-Bildschirm werden Ihre aktuellen Missionen und Einsatzziele. Lass mich in Ruhe. Also manche Spieler, glaube ich, wollen mich für blöd verkaufen. Mrs. Reed. Oh, Adam. Tut mir leid, du hast mich erschreckt. Und nenn mich bitte Cassandra. Du und Megan, ihr wart lange genug zusammen. Ich habe auf dich gewartet. Hier draußen. Warum bist du nicht reingekommen? Ich weiß nicht. Ich bin wohl noch nicht bereit dafür. Du arbeitest hier. Aber für mich ist das auch der Ort, an dem ich meine Tochter verloren habe. Ich weiß, was du meinst. Für mich ist es seitdem auch nicht mehr dasselbe. Es soll vermutlich gar nicht einfach sein. Es gibt anscheinend keinen richtigen Weg, um mit so etwas fertig zu werden. Und ich will mir gar nicht vorstellen, wie das für dich gewesen ist. Nach allem, was du durchgemacht hast. Ja,
Vor 6 Monaten hat sich viel geändert. Ich kann kaum begreifen, wie sehr sie dich verändert haben. Erst konnte ich gar nicht glauben, dass du noch lebst. Wie kommst du damit zurecht? Sie haben alles Notwendige getan, um mich zu retten. Und immerhin kann ich jetzt mehr als je zuvor. Freut mich, dass du das so siehst. Viele von uns kämen mit ähnlich traumatischen Veränderungen nicht so gut zurecht. Darf ich fragen, warum du mich sehen wolltest? Ja, natürlich, tut mir leid. Ich bin wegen Megan hier. Wegen dem, was ihr zugestoßen ist. Oder besser, wegen des Standes der Ermittlungen. Was ist damit? Nun, einfach gesagt, ich glaube, etwas ist nicht in Ordnung damit, wie der Fall behandelt wurde. Okay. Du glaubst, dass da irgendwas vertuscht wurde? Ja, genau. Nenn es von mir aus Mutterinstinkt, aber bei meinen Gesprächen mit einigen der Ermittler gab es zahlreiche Widersprüche. Und dann traf ich diesen Kriminalbeamten. Er hieß Chase. Er war auch der Ansicht, dass nicht vorschriftsmäßig gearbeitet wurde, hat aber keine Beweise. Und jetzt willst du mehr herausfinden. Ich werde nie wieder das Lachen meiner Tochter hören, Ellen. Sie wird mich nie mehr anrufen, um sich zu erkundigen, wie es mir geht. Und ich kann sie nicht fragen, wie ihr Tag war. Sie wurde mir genommen. Mir ist egal, ob ich darauf einen Anspruch habe oder nicht. Ich will wissen, warum es passiert ist. Ich begreife, warum sie dich geliebt hat. Nicht einmal deine jetzige mechanische Modifizierung kann verändern, was sie in dir gesehen hat. Würdest du mir bitte helfen, herauszufinden, was wirklich mit ihr geschehen ist? Ja, selbstverständlich. Ich hatte nie Gelegenheit, den Angriff selbst zu untersuchen. Ich kümmere mich darum. Danke. Das bedeutet mir alles, Adam. Wirklich. Als erstes muss ich mit diesem Detective Chase sprechen. Gut. Er hat eine Teilzeitstelle als Wachmann in einem Apartmentgebäude am Brooklyn Court. Ich warte bis dahin bei dir in der Lobby auf dich. Warum braucht ein Detective eine Teilzeitstelle als Wachmann? Oh, er ist kurz nach dem Fall in Pension gegangen. Die Einzelheiten kenne ich nicht. Vielleicht erzählt er dir ja mehr. Bin unterwegs. Gut, wir sind raus aus dem Gebäude. Wir können jetzt mal ein bisschen erkunden. Und wir können sehr klischeehaft in jeden Mülleimer kramen. Ist das nicht toll? Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie bei Pokémon. Nichts zu finden, bis man einen Pokéball in der Hand hat. Zeitungsautomat. Wie viele Zeitungen braucht die Stadt? Ja. Road closed. Ich gehe erstmal überall dahin, wo ich nicht hingehen soll. Und finde nichts. Hep, hep. Hey, mein Freund. Danke, dass du mit mir geredet hast. Die meisten Leute beachten mich gar nicht. In dieser Stadt ist es praktisch verboten, arm zu sein. Ach, je, das tut mir leid. Aber ja, so ist es wahrscheinlich in vielen Städten. Ich glaube diese Geiselgeschichte nicht. Terroristen auf unserem Territorium? Ich weiß. Und dieser Taggart behauptet, nichts damit zu tun zu haben? Das glaube ich keine Sekunde. Er soll bald eine Rede im Convention Center halten. Das ist doch, als wäre die NRA in Columbine aufgetreten. Ja, echt. Als würde Moses kommen, um uns vom bösen Pharao, Seraph dem Zweiten, zu befreien. Ach, genau. Hoffentlich kommen über die Typen von der Humanitätsfront ein paar Plagen. So. Black Echo, Black Echo, Black Echo. Foxen Video. Hat jemand ein Fahrrad? Markweiler? Noch mehr Black Echo. Tiefgarage.
eine Tür ins Nichts. So. Gut, wir haben zwei Nebenmissionen. Die eine aktiv, die andere nicht. Warte mal. Okay. Gut, dann machen wir zuerst Muttergefühle. Warum nicht? Wenn die Mission aus Gründen XY jetzt Priorität hat, dann machen wir die zuerst. Es sind auch nur noch 50 Meter. Guten Tag. Willst du irgendwas kaufen oder verkaufen? Falls ja, bin ich dein Mann. Ist alles auf dem Computer. Zum Greifen nah. Okay. Was hat er denn so? Pistolenmuni. Mhm. Betäubungspfeile. Geil. Dankeschön. So, Schadensupgrade, Salvensystem. Aha. Wozu? Was für die Schrote? Für die Schrotflinte ist das. So, Minenmatrix. Kombination mit einer Granate, um eine Mine desselben Typs herzustellen. Kombinieren Sie im Inventar. Granate und Minenmatrix. Landmine, die für Antipersonen, Antimaterial oder Ablenkungseinsätze geeignet ist. Sie kann mit jedem Standard-Granatentyp Splitter, EMP, Schock oder Gas situationsspezifisch zu einer statischen Waffe kombiniert werden. Um sie zu aktivieren, muss der Benutzer das Matrizen-Basismodul mit einer beliebigen Standard-Granate kombinieren, bevor er es an einem Zielort anbringen kann. Nach der Aktivierung lösen die in der Mine eingebauten Vibrations- und Umgebungssensoren bei Annäherung einer Bedrohung die jeweilige Detonation aus. So, so. Das hier gefällt mir. Automatisches Hackersystem. Wählen Sie es wie eine Granate aus und werfen Sie es auf ein Terminal, um es zu knacken. Ein Autohacker. Nehme ich. Das nehme ich auch mal für die... Ah, okay. Nicht genügend Platz. Erzähl deinen Freunden von mir. Aber nicht den Cops. Ja, Vogel. Ja. Grayson hat mir echt heiße Ware vermittelt. Diese Augfreunde gehen mir so auf den Sack. Ich will sie endlich wegpusten. Ich puste dich gleich weg, mein Kumpel. Wo warst du denn, Mann? Der vertickt seit Wochen Ware an der verlassenen Tankstelle. So, Detective Chase. Hallo. Sie müssen Adam Jensen sein. Gut erkannt. Mrs. Reed sagte, Sie würden mich vielleicht besuchen. Und verstehen Sie mich nicht falsch, aber Sie sind kaum zu übersehen. Ich betrachte das mal als Kompliment. Sie hat gesagt, Sie hätten Informationen über den Fall Megan Reed und den Überfall auf die Sheriff-Zentrale. Oh Mann, das war ein Chaos. Der reinste Weitpinkel-Wettbewerb. Wir hatten die Feds am Arsch. Befehle von drei verschiedenen Abteilungen und Druck von so vielen Lobbyisten, dass man sich fühlte wie der Neuzugang in der Gefängnisdusche. Es ist eben ein sehr wichtiger Fall. Oh, schön. Mrs. Reed meinte, Sie denken, es wäre einiges übersehen worden. Das kann man wohl sagen. Sie kennen das ja. Mrs. Reed hat mir erzählt, dass Sie früher selbst ein Cop waren. Es gibt immer mal Fälle, bei denen faule Officer eine Abkürzung nehmen, aber das war was anderes. Inwiefern? Es wurde einfach zu viel übersehen. Alle wollten sofort Ergebnisse. Und immer, wenn ich auch nur einmal nachgefragt habe, wurde ich von Ranghöheren mundtot gemacht. Die Sache sollte abgeschlossen werden, am besten sofort. Das ist nie ein gutes Zeichen. Sie haben aber doch sicher was Handfesteres als das. Ja, und genau da kommen Sie ins Spiel. Ich habe einige Spuren, denen ich nie richtig nachgehen konnte. Mhm. Ich fing zwar an rumzustochern, aber diese Regierungsagenten haben mir Angst gemacht. Richtig Schiss. Ich wollte wenige Monate vor meiner Pensionierung nicht alles aufs Spiel setzen, aber Sie hätten das Zeug dazu, dieser Sache auf den Grund zu gehen. Okay, und was haben Sie? Erstens gibt es das Gerücht, dass der Befehl, die Ermittlungen einzustellen, von weiter oben kam. Vielleicht sogar von außerhalb der zuständigen Abteilung. Wenn das stimmt, müsste Captain Penn davon wissen. Es könnte Hinweise darauf in seinem Bürocomputer geben.
Dann muss ich dem Revier wohl einen Besuch abstatten. Ja, wie ein politischer und wenn Befehl. Sie schon mal da sind. Es war ein Officer mit dem Fall betraut. Chad Wagner. Nicht gerade ein Chorknabe. Als er plötzlich an dem Fall arbeitete, wurde ich misstrauisch. Jemand hat ihn dort platziert. Und ich bin sicher, dass er Beweise manipuliert hat. Mhm. Sie sollten mit ihm reden. Rausfinden, was er weiß. Okay, ich unterhalte mich mal mit Officer Wagner. Sie finden ihn wahrscheinlich in der Lobby. Er wurde wegen Fehlverhaltens degradiert und nimmt jetzt Aussagen auf. Er ist ein harter Hund, aber auf seinem Schreibtisch finden Sie bestimmt Belastungsmaterial gegen ihn. Sein Büro ist im zweiten Stock. Vielleicht bringen Sie ihn ja dazu, dass er auspackt. Gibt es noch weitere Ansatzpunkte? Ja. Als der Befehl kam, den Fall zu schließen, wurden die meisten Beweise in einem Depot verstaut. Vielleicht finden Sie da drin ein paar interessante Sachen. Es ist in der Gasse direkt neben dem Revier. Der Code lautet 4891. Mhm. Aber eine externe Agentur hatte auch schon Zugriff. Also seien Sie vorsichtig. Danke für die Information. Ach, das ist nichts. Und kommen Sie bitte nicht wegen Einzelheiten hierher zurück. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich helfe gern. Aber je weniger ich darüber weiß, desto besser fühle ich mich. Kann ich mir vorstellen. Vor allen Dingen, wenn er pensioniert ist und jetzt auf seinen alten Teil sich zurückziehen will. Okay. Sie sagten, eine externe Agentur hätte Zugriff auf das Depot gehabt. Was haben Sie damit gemeint? Also, ich habe gesehen, vielmehr gehört, dass Regierungsagenten einige der heikleren Beweise in einen Safe in dem Depot gepackt haben. Kommen Sie, Chase. Was verheimlichen Sie mir? Verdammt! Okay, hören Sie zu. Ich habe mich bei dem Depot rumgetrieben und den Code für den Safe rausgekriegt. Aber ich wurde von einem dieser Typen erwischt. Er weiß, was ich weiß, Jensen. Wenn ich ihnen den Code gebe, wissen die, dass ich geredet habe. Ich mag ein Pessimist sein, aber dann kann ich jedes Happy End für mich abhaken. Verstehe. Warum der Rückzug aus der Truppe? Warum verlassen Sie die Polizei nur, um Wachmann zu werden? Sie scheinen diese Arbeit doch immer noch zu lieben. Ich habe die Idee geliebt, Polizist zu sein. Schon als Kind war das mein Berufswunsch. Aber ich wurde desillusioniert. Es war nicht so, wie ich gedacht hatte. Es ist auch nur ein Job. Einige machen ihn gut, anderen ist einfach alles egal. Und das merkt man. Dieser Fall, der Sarah-Fall, hat bei mir das Fass zum Überlaufen gebracht. Verstehe. Warum wurde Ihnen der Fall zugewiesen? Warum wurde Ihnen der Fall zugewiesen? Ich habe mich nicht darum gerissen, falls Sie das meinen. Ehrlich gesagt, wollte ich nichts damit zu tun haben. Das war vermutlich der Knackpunkt. Ich war ein ehrlicher Bulle, Jensen. Ich habe immer versucht, mich nach dem Gesetz zu richten, nach den Vorschriften und danach, was ich für richtig hielt. Für einen Fall wie diesen ist das aber nicht das normale Vorgehen. Okay. Danke fürs Erste. Das wäre im Moment alles. Gut. Dann haben wir ja ein paar Punkte, die wir abgrasen können. Ich denke darüber nach, mal ein Pitbull atmen zu lassen. Mit ein paar Cyberpfoten, Cybergebiss und so. Was sagst du dazu? Dokumentieren? Ja, Mann. Gott, wenn ich das hier schon wieder sehe, ich krieg richtig Lust, das hier zu machen. Einfach mich umschauen, exploiten. Gucken, ob ich irgendwo was finde, was machen kann. Das ist halt so eine Sache, die konnte ich im originalen Deus Ex so nur begrenzt machen. Ich sah ja nichts. Es war einfach nur stockfinster, egal welchen Gamma-Wert ich eingestellt habe. Vom sich verstecken mal ganz zu schweigen. Okay, die Tür geht auf, das ist nett. Wahrscheinlich bin ich jetzt einfach wieder bei Detective Chase drin, oder? Beziehungsweise Wachmann Chase. Detective ist er ja nicht mehr. Oh, hallo. Aha, Tastenfeld. Sicherheitsstufe 2. Okay.
Interessant. Hier ist aber... Naja, wenn ich ein bisschen schräg laufe, komme ich hier vielleicht so ein bisschen runter. Ich will mir nicht die Haxen brechen hier. Autsch. War da... Miau? Ich habe ein Miezekätzchen gehört. Ich will Miezekätzchen streicheln. Fässer leer sind. Deswegen so leicht. So, bin drin. So, was gibt's hier unten? Hi. So, was liebe ich hier. Komm mal mit. Hep. Und hep. Zu schwer zu bewegen. Jensen, wir müssen an deiner Augmentierung arbeiten. Ich bin kein Versuchskaninchen. Ich wollte kein Opti werden, nur um meinen Job zu behalten. Ich bin kein Versuchskaninchen. Alles klar. Na? Schmeckt's? Guten Tag. Versteht ihr übrigens jetzt, was ich so meine mit frühes Cyberpunk? Das ist hier so... Ich bin mir ziemlich sicher, das ist eine, Adam, diese, das ist eine haben die gleiche... Haben Sie den Neuralknoten schon? Sie verlangen von mir einen Einbruch in ein Polizeirevier, Boss. Das dauert ein Weilchen. Okay. Wenn Sie im Eingangsbereich mit Reden nicht weiterkommen, gibt's draußen bestimmt noch einen anderen Zugang. Hinten oder auf dem Dach. Ein Frontalangriff muss der letzte Ausweg bleiben. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, das ist die gleiche Timeline wie Cyberpunk, nur eben so um die 50 Jahre früher. Ne? Sieht doch alles schon sehr cyberpunkig aus. Guten Tag. Hey Jensen, lange nicht gesehen. Sie sind wegen Wayne Haas hier, oder? Er ist im Moment der diensthabende Officer. Na, schauen wir mal. Versuchen wir erstmal unseren unbestechlichen Charme spielen zu lassen. Chad Wagner. Ja? Was wollen Sie? Informationen. Dann gehen Sie zur Rezeption, Junge, anstatt meine Zeit zu verschwenden. Nicht diese Art von Informationen. Ich will Informationen über Seraph Industries. Und ich will, dass mir Eliza Kassan einen bläst. Also träumen Sie weiter, Dosenöffner. Sie haben in der Sache kritische Beweise bearbeitet. Ich will alles darüber wissen. Erstens weiß ich nicht, wovon zum Teufel Sie reden. Und zweitens, selbst wenn ich es wüsste, wäre es mir scheißegal, was Sie wollen. Und jetzt schwingen Sie Ihren Hightech-Arsch hier raus, bevor ich Sie bearbeite. Du kannst es ja gerne mal versuchen. Der Geiselnehmer distanziert. Vor diesem Hintergrund hoffe ich... Aber gut, er scheint einer der sehr freundlichen Art und Weise zu sein. Die meisten Straßen sind abgeriegelt. Ja, ja, warten Sie mal eine Sekunde. Scheiße. Jensen? Haas. Ich bin überrascht, Sie hier zu sehen. Tja... Ich schätze, Sie können besser auf sich aufpassen als ich. Ich habe keine Zeit für Ihr Selbstmitleid. Ich muss in die Leichenhalle. Das ist alles? Vergessen Sie es! Ich weiß nicht, was mit der Leiche da unten los ist, aber meine Befehle kommen von ganz oben. Niemand darf rein. Wie weit oben? Und Ihre ersten Worte nach fast 2 Jahren sind, dass Sie was von mir wollen? Hätte ich Ihnen einen Befehl geben sollen? Im Befehle befolgen waren Sie einmal ziemlich gut. Verdammt! Wie können Sie nur so selbstgerecht sein?
Glauben Sie, mir gefällt das? Sehen Sie mich an. Vom SWAT-Commander zum Bleistiftschubser in einem mickrigen Revier. Ich brauche von Ihnen keine Zurechtweisung. Das habe ich schon zu Hause. Entweder lassen Sie sich was Besseres als sonst einfallen oder Sie vergessen es einfach. Immerhin sind Sie zu mir gekommen. Okay, hören Sie. Sie sind wütend und haben auch das Recht dazu. Ich bringe Sie in eine unangenehme Lage, aber ich muss in diese Leichenhalle. Sie kriegen deshalb keinen Ärger. Ich bin immer in einer unangenehmen Lage. Das ist nicht fair. Warum machen Sie das? Sie bringen mich in eine ausweglose Lage. Schon wieder! Ich soll meinen Job opfern, um Ihrem Boss den Arsch zu retten? Ohne diesen Job kann ich mein Leben im Klo runterspülen. Aber das ist Ihnen völlig egal, stimmt's? Ja, Ihr Job steht auf dem Spiel. Und ja, Sie mussten die vergangenen Ereignisse ausbaden. Aber ich brauche Ihre Hilfe. Und es ist wichtig. Was auch geschieht, ich kümmere mich um Sie. Darauf haben Sie mein Wort. Das ist zumindest ein Anfang. Es geht am Ende immer um den Jungen, stimmt's? Wir hatten einen direkten Befehl, Jensen. Also habe ich geschossen. Ich habe Befehle befolgt. Er war augmentiert, ein unbekannter Faktor. Er war ein zu großes Risiko. Wir machen alle Fehler, Wayne. Niemand gibt Ihnen die Schuld daran. Sie müssen das glauben und sich selbst vergeben. Sonst können Sie die Sache nie hinter sich lassen. Ich weiß. Aber es ist so schwer. Was hätte ich anders machen können? Das frage ich mich jeden Tag. Und dann fällt mir ein, worum es die ganze Zeit eigentlich ging. Um Sie. Sie haben einen Befehl verweigert und dann wurde er mir aufgeladen. Ich habe das Einzige getan, was ich tun konnte. Verstehen Sie? Ich wünschte nur, es wäre endlich vorbei, damit ich wieder ein eigenes Leben führen kann. Das ist vorbei, Wayne. Wir können es hinter uns lassen. Wirklich? Mann, es tut gut, das zu wissen. Das ist wie... Oh, ich bin unglaublich erleichtert. Wissen Sie was? Gehen Sie rein. Niemand wird Sie aufhalten und Adam, danke. Schreibtischtäter, Sie haben Wayne Haas überredet, Sie in die Leichenhalle zu lassen. Sehen uns. Mark. Atrium. Runter. Die Spekulationen der Medien über die Geiselnahme in Detroit überschlagen sich. Nicht zuletzt. Guten Tag. Lauf der Durchreise. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie kommt es mir so vor, als wären hier alle ein wenig dünnhäutig. Na endlich. Sind Sie der Typ von Homeland, auf den ich warten sollte? Sagen Sie, Mandela, ich habe das Memo erst gekriegt, als ich mit der Autopsie fast fertig war. Hätte ihn ja wohl kaum wieder zunähen können. Wohl nicht, dann haben Sie das Neuralhub extrahiert. Das war ziemlich knifflig. Ein paar Zentimeter tiefer und die Kugel hätte nicht nur die Padded-Konnektoren zerstört. Ich bezweifle, dass Sie was Brauchbares finden. Abgesehen von der Tatsache, dass es modifiziert wurde. Modifiziert? Womit? Mit einer Art Flüssigantrieb. Aber hey, ich habe nichts gesehen. Ultraviolett heißt Ultraviolett und ich weiß, wie empfindlich ihr Jungs seid, wenn es um Fragen der nationalen Sicherheit geht. Er gehört Ihnen. Das Hub ist abgeklemmt, aber noch im Schädel, wie angeordnet. Und jetzt entschuldigen Sie mich, der Papierkram wartet. Mhm. Gut. Dann wollen wir mal. Boss, ich habe den Neuralknoten. Er wurde anscheinend mit einer Art Flüssigantrieb modifiziert. Pritchard sollte sich das mal ansehen. Nein, bring sie nicht her. Frank ist noch nicht mit der Diagnose fertig. Und ich will erst danach riskieren, irgendwas an unser Netzwerk anzuschließen. Vor allem, wenn es um Militärtechnologie geht. Also, was soll ich jetzt tun? Bringen Sie den Knoten in Ihr Apartment. Frank wird Sie dort kontaktieren. Mhm. Sehr schön. Guten Tag.
Tag. So, aber ich werde mich jetzt... Ich gehe mal kurz auf die... Also ist ja noch aktiv. Ich werde jetzt mal mit S3 weitermachen, also der Nebenmission. Hier geht's raus. Also warte mal. Entschuldigung. Irgendwie nach oben. Oben gibt es auch noch ein paar Pappenheimer. Zutiefst empfundenes Bedauern. War der Ena am Eingang? Wollte er nicht mit mir quatschen? Vielleicht ist ja hier jemand zugänglicher. Oder etwas. PDA. Captain, ich habe den Code für die Leichenhalle gemäß RHS-Protokoll geändert. Für die Dauer der Abriegelung gilt der Interimscode 9212. Sobald die Leichenhalle wieder für alle Mitarbeiter zugänglich ist, gilt wieder der bisherige Code. Danke. So, aber ich komme jetzt nicht an seinen Computer ran. Chip. Hier ist ein Schmur. Ha. Was könnte er für ein Passwort haben? Ob das Buch ein Hinweis darauf sein soll. Okay, das bringt mich so erstmal nicht weiter. Hier sind Laser. Ja.
So, theoretisch haben wir ja da oben noch irgendwo was, ne? Exit, okay, hier haben wir einen Hinterausgang, das ist auch nett. Credits. Erstmal nach ganz oben. Und dann quatsche ich noch mit der einen Person da. Weiß gar nicht, gab es da überhaupt was zu quatschen oder gab es da auch nur was zu durchsuchen? So, auf alle Fälle gibt es da auch wieder einen Schacht. Wo ich aber erst den richtigen Schacht für finden muss. Hep. Mach zu. Reisender. So. Chad Wagners Büro. Mit mir reden will er ja nicht. So, Sicherheitsstufe 1. 5 Versuche. Dann hacken wir mal. So viel zu Sicherheitsstufe 1. Zugriff verweigert. Ich verkrieg mich erstmal. Das ist ein magischer Karton. Guck mal, der schwebt. Jetzt nicht mehr. Was ist das? Ich würde sagen, an der Stelle mache ich erstmal Schluss. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich sehr vielmals fürs Zusehen. Das war jetzt anders verlaufen als geplant. Aber komm, ihr könnt mir nichts von Stufe 1 erzählen und dann ist da so ein sich so ausbreitender Sicherheitsknoten. Das ist nicht Stufe 1, das ist Stufe, weiß ich nicht wie viel. Stufe 3, Stufe 4. Ja, vielen Dank fürs Zusehen auf alle Fälle und... würde mich über Likes und Kommentare freuen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Deus Ex Human Revolution dann wieder. Bis dahin und...